Hallo, zunächst den Mod-Vorstellung. Beziehungsweise heute haben wir eine Map hier mal wieder am Start. Muss sagen, eine kleine für ein bis zwei Spieler Map, vollkommen in Ordnung. Eigentlich doch recht schön geworden, die Map. Und zwar ist es hier die Walbach in der Version 1.0. Wo fangen wir an? Ich würde sagen, die Version 1.0 habe ich ja schon gesagt und die Größe wäre 568 Megabyte in dieser Versionsgröße. Versionsnummer. So sieht es ungefähr aus hier. Wir haben hier nicht arg viel. Wir haben hier effektiv einen Grundhof und hier noch ein paar Verkaufsstellen und Kaufstellen hier. Aber fangen wir erstmal mit den Früchten an. Ihr seht hier schon, Multifrucht ist verbaut. Hier unten geht es weiter und hier geht es auch noch ein bisschen weiter. Es sind auch noch ein paar Zusatzfrüchte mit eingebaut. Die Map ist auch Seasons Ready, kann man dazu sagen. Steht zumindest in der Beschreibung drin. Die sind mal die Verkaufsstellen hier. Die gucken wir uns als erstes mal kurz an. Dann seht ihr auch, was ihr da für eure Arbeit bekommt dann. Da sind auch die anderen Früchte noch drin. Und ja. Zur Fahrzeuge kommen wir gleich. Kühe bzw. und so habe ich auch schon. Es gibt Kuhhöfe, es gibt einen Kuhhof und einen Pferdehof. Und ihr seht auch hier ganz normale Sachen, was die Tiere benötigen. Und bei den Pferden sieht es auch hier nicht viel anders aus. Genauso haben wir hier auch noch die Hühner. Und auch hier sieht es genauso aus wie standardgemäß. Ich brauche nichts anderes. Aufträge haben wir auch hier am Start, nicht viele, ein paar sind da und Fahrzeuge kommen uns später dazu. So, jetzt gehen wir auch nochmal kurz auf die Karte. Hier befindet sich der Haupthof, es gibt ja bloß einen Hof, hier der Pferdestall, 16 Pferde passen rein. Hier haben wir das Hofgebäude, hier haben wir noch eine Tankstelle verbaut, hier haben wir noch den Kuhstall, da muss ich jetzt aber nachher nochmal gucken, wie viel reinpassen. Hier haben wir das Hofsilo noch und ein sehr kleiner Hühnerstall, der gerade mal 16 Hühner beheimatet. Genau. Hier oben habt ihr dann Verkaufsstellen, ein paar Kaufstellen. Und hier hinten liegt dann noch der Viehhändler und nochmal eine Verkaufsstelle. Die Felder selber sind verschiedene Größen zu haben. Und ihr seht hier, ne, das hört euch schon zum Start, da gehört euch das meiste schon. Aber wenn ihr hier kauft, dann kauft ihr meistens auch zwei Felder hinzu. Das hätte auch den Preis. Ich denke, das ist auch vollkommen in Ordnung. Die sind nicht zu teuer, nicht zu billig. Und ja, wenn ihr hier hinten kauft, dann kauft ihr gleich den ganzen Block dahin. Ich denke, der wird bald durch sein. Und ihr seht also, was der Spaß hier kostet. Ne? Hält sich in Grenzen. Wenn man da der Wald mit dazu nehmen kann, dann ist das auch mit Sicherheit vollkommen in Ordnung, der Preis da unten. So, Fahrzeuge haben wir vorne am Start. Die hat uns mal zur Verfügung gestellt. Zwei Fendt, ein Drescher, ein Anhänger, Schneidwerke, Saatmaschine, Frontlader. Da haben wir hier noch den Kuhstall. Hier können wir euch dann schon mal sagen, 100 Kühe passen rein. Pferdeweide 16, wie schon gesagt. Der Hühnerstall mit 16 Hühnern, was ich persönlich zu wenig finde, da sie auf dem Hof rumlaufen. Und hier haben wir noch ein paar andere Sachen. Kerl gehört uns zu. Ein Farmhaus gehört uns alles praktisch schon zum Start. Ja, gibt es wohl auch noch beim Verkaufsstelle wohl noch ein kleiner Fehler mit dem Bild. Gut, gehen wir mal rein in die Karte. Hier ist der Haupthof. Ihr seht schon hier. Das sieht zwar gut gewollt aus, aber es sieht zwar gut aus, aber irgendwie auch nicht so richtig hundertprozentig. Vielleicht kann man da noch was ändern, sonst wäre das ein tolles Hintergrundbild hier auf der Karte mit Sicherheit. Nur mal so am Rande. Hier, wie gesagt, der Haupthof. Da oben geht es in den Wald rein. Hier haben wir dann praktisch noch ein Wohnhaus. Man kennt es, glaube ich, schon. Man kann hier auch rein in das Haus. Da brauche ich nicht mal viel sagen. Ich meine, ihr seht ja selber hier alles am Start hier. Dann haben wir hier noch Unterstellmöglichkeiten. Hier nochmal ein bisschen Platz. Also Platz habt ihr hier genug. Auch noch was hinzustellen, wenn ihr wollt. Hier steht auch einer von den Traktoren schon drin. Unten in manchen Örtlichkeiten. Hier haben wir jetzt keinen Sound am Lichtschalter, aber sonst habt ihr hier einen Sound am Lichtschalter. Die Türen hier gehen nicht auf.
Hier hinten habt ihr dann noch die Weide. Allerdings muss ich feststellen, also bei mir beim ersten Mal hier laufen, mal gucken, ob es jetzt geht, sobald man hinkommt, bleiben die Kühe stehen. Ob das jetzt performance-technisch so ist oder ob es ein Fehler ist, kann ich euch allerdings nicht sagen. Wenn ich wieder weggehe, fangen sie wieder an, sich zu bewegen. Ja. Also warum auch immer, ich glaube fast nicht, dass das performance-mäßig ein Problem darstellt. So, hier ist der Hof, die Unterstimmigkeiten hier mit ein paar Regale da hinten. Hier noch zwei Silos verbaut, auch in den, ja ich sage jetzt einmal in den Bergreihen, in den Hangreihen, das ist in Ordnung, das passt gut dazu. Hier haben wir dann die Kühe, wie gesagt, sie bewegen sich jetzt noch und jetzt hören sie auf, sich zu bewegen. Jetzt stehen sie alle, auch die hinteren stehen fest, also irgendwas ist dann nicht ganz in Ordnung. Kuhstall haben wir hier, Kaufpunkt für Kühe habt ihr hier, passen wie gesagt 100 Kühe rein. Das sieht von innen aus. Genau. Hier haben wir dann noch Unterstellmöglichkeiten. Hier drüben. Hier haben wir noch das Silo inklusive Unterstellmöglichkeiten. Und hier, ihr seht, hier laufen auch schon die Hühner rum. Leider, wie gesagt, bloß 16 Stück, die man hier sich dann kaufen kann. Den Hühnerstall kennt man ja. Und ja. So. Unten hängt ein bisschen Wäsche rum. Hier in diesem Stall ist, war glaube ich hier, war das hier oder war das drüben? Ich glaube hier war es. Da fand ich den Lichtschalter echt gut gemacht, mit dem Geräusch dran. Hier kann man auch in Teils ins Haus reinlaufen. Allerdings hier geht es dann nicht weiter. Auch hier haben wir einen Lichtschalter. Und das ist wie gesagt noch das Wohnhaus hier. Und dann ist man eigentlich schon über den ganzen Hof schon drüber. Hier kann man dann runterlaufen zur Hauptstraße. Das ist auch schön angelegt. Ich gehe ein bisschen höher. Ich finde, das ist auch schön gemacht hier vorne. Das passt eigentlich schon wieder hier ziemlich gut zusammen. Hier sind noch Verkehrsschilder. Wer sich auskennt. Ja. Gehen immer die Feldwege hier weg. Die sind eigentlich auch ganz in Ordnung. Sie sind nicht uneben. Zumindest sehen sie nicht uneben aus. Trotzdem finde ich das doch recht gut geworden hier. Hier hinten hört die Karte auch schon wieder auf, wenn man hier weiter rennt. Hier ist auch schon das Neunerfeld, das letzte Feld hier. Und dann hört es hier hinten halt auch schon auf. Na, das zieht sich dann bis da hinten. Ja. Ich denke, gibt es auch noch Platz, sowas hinzustellen. Wer noch ein bisschen mehr Gebäude möchte hier, kann das mit Sicherheit auf der Karte hier ohne Probleme bewerkstelligen. Verkehr ist auch verbaut hier. Überall gehen dann Feldwege weg. Hier ist zum Beispiel jetzt keiner. Und da hinten hört auch die Karte schon wieder auf. Da ist auch schon wieder Schluss. Wie gesagt, auch für kleinere. Ich denke, für einen und zwei Mannbetrieb hier kann man locker hier spielen auf der Karte. Aber vielleicht kommt ja da auch noch eine Vergrößerung des Ganzen, dann könnte die Sache richtig gut werden. So ein Tal entlang schlängeln, das hat halt schon mal was. Ne? So, hier drüben haben wir dann die Verkaufsstellen und auch eine Kaufstelle. Und hier drüben. Alles natürlich auch vertont hier. Da könnt ihr dann euer Holz loswerden hier. Da ist noch eine Waage verbaut. Man hört es auch. Immer im Hintergrund die Berge. Hier haben wir dann nochmal eine Verkaufsstelle und den Tierhändler hier.
Da könnt ihr dann eure Tiere kaufen. Und hinten hat die Straße auch schon wieder auf. Hier kann man auch in den Feldweg. Das sind aber die kleinere Felder hier außen, die drei Stück. Das sind jetzt nicht die großen Felder hier. Und auch hier kann man dann weiter. Hier die Straße auch schon wieder auf. Und hier geht es dann auch oben in den Wald rein. Können wir uns auch noch kurz anschauen. Und hier mitten im Wald ist dann auch noch ein Feld. Ja. Grenzt dann gleich am nächsten Feld. Hier die wieder die Feldwege. Finde ich schon recht gut geworden hier. Ja, und dann sind wir eigentlich schon wieder am Hof hier. Und ich glaube, viel mehr kann man von der Karte gar nicht zeigen. Wir können dann noch ein bisschen hochgehen. Die Sache noch ein bisschen von oben angucken. Aber ich denke, das meiste haben wir hier. Da drüben ist ja bloß noch Wald. Und noch ein paar Felder. Im Wald hier. Ein paar große Felder hier hinten noch. Hier die Wälder allgemein. Hier noch ein kleineres Feld hier. Ich frage mich zwar ein bisschen, wie ich hier... Gibt es hier einen Weg raus? Mal so eine blöde Frage am Rande. Ah, hier gibt es einen Weg, okay. Gut. Okay, ich dachte schon, hier gibt es keinen Weg hin. Ne, da habe ich schon wieder Grenze. Genau. Ja, können wir mal noch in die Lok reingucken. Ihr seid selber, hier ist noch irgendwas nicht richtig. Und, ja. Aber sonst sehe ich jetzt erstmal nichts. Da ist noch ein Error drin. Genau, da oben ist noch ein Error. Aber das war es dann aber auch schon. Ja, wenn ihr die Map haben wollt, wie immer unten in der Beschreibung drin. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal. Bis dann und tschüss.